Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Schröder, Herr Oberstadtdirektor Fiedler, Herr Oberbürgermeister Schmalstieg, liebe Freunde. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier zur Übergabe der Gedenkstätte für die Opfer des Krieges am Golf und somit auch unsere Aktion auf dem Opernplatz unterstützen. Wir bedanken uns auch sehr bei den Musikern der Musikhochschule, die auch während des Golfkrieges schon vor dem Opernplatz oder hier auf dem Opernplatz in Aktion getreten sind, vor den Opern gespielt haben. Ich will uns kurz vorstellen, wir sind hauptsächlich Studentinnen und Studenten der Fachhochschule für Kunst und Design hier in Hannover und haben in wechselnder Besetzung die letzten 6 Wochen an dem Mahnmal an der Gedenkstätte hier gearbeitet. Am Freitag, den 8.2., kamen wir dann hier wieder her, um weiterzuarbeiten und waren geschockt, weil alle Steine waren abgeräumt. Wir dachten, wir trauten unseren Augen nicht. Hier lagen 30 Steine, groß verteilt, die fast rundherum mit Namen behauen waren und die Steine waren weg. Dann haben wir also nachgefragt, was passiert wäre. Das Diebbauamt hatte die abgeholt, sie wohl richtig mit schwerem Gerät vorgefahren und hat die aufgeladen und weggebracht. Und wir haben auch eine Benachrichtigung bekommen, dass wir die abholen könnten, wohl aber gegen ein Entgelt für die Lagerung. Und das kam überhaupt nicht in Frage. Und wie hoch sollte das Entgelt sein? Ist da eine Zahl? Noch nicht gesprochen worden, aber wenn die mit schwerem Gerät hier die Sachen abholen und dann noch lagern, also vor allen Dingen ist es indiskutabel, weil es ist die haben die widerrechtlich entwendet. Sie haben uns vorher nicht gefragt, wir haben nichts von der ganzen Geschichte gewusst. Und nach dem positiven Presseecho war damit auch eigentlich nicht zu rechnen. Das ist ein Steinbruch in der Nähe, so kurz vor Hameln, wo Kalksteine gebrochen werden und wir mit dem dortigen Steinbruchbesitzer Stichweh ausgemacht hatten, dass wir Abbruchsteine, also Abraumsteine bekommen. So sind wir dann hingefahren und haben auch einen Teil gesägter Steine bekommen, was nicht so ganz ausgemacht war. Jedenfalls ging das mehr oder minder problemlos, dass wir da 8 Tonnen Steine bekommen haben. Das reicht ja schon.
Chef vom Leiter vom Tiefbauamt. Herr Göhner. Herrn Hubert Göhner, ja. Haben wir eingeladen für 13 Uhr. Wie lange werdet ihr denn eure Aktion hier noch aufrechterhalten? Also das ist geplant eine Woche bis nächste Woche Donnerstag. Wir werden hier jeden Tag mehrere Stunden arbeiten, das am Donnerstag abschließen und um 19 Uhr planen wir eine Übergabe und haben den Ministerpräsident Schröder eingeladen und hoffen, dass er unsere Gedenkstätte stellvertretend für alle Bürger, Menschen entgegennehmen wird. Warum habt ihr die Absperrung verändert? Das war Auflage vom Tiefbauamt, damit nun kein Blinder hier um die Arbeit stolpert. Wobei die Blinden ja nun, also das hat er wörtlich gesagt, dass nun ein Blinder darüber stolpern könnte. Aber die Blinden sind ja selber so vorsichtig, dass die es wohl als Letzte machen will. Ein paar Steine sind nicht so völlig fest und die müssen wir auch noch so ruckelsicher machen, dass nicht jemand, der dann vorbeikommt und vielleicht schon ein paar Bier in der Kiste hat, dann so denkt, naja, den schaffe ich ja, sondern dass das alles solide ist. Können Sie uns Ihre Meinung sagen zu dem Mahnmal? Das soll ein Mahnmal sein für die Gefallenen des Golfkrieges? Das finde ich schon in Ordnung, aber ob das hier in Deutschland alles so eine Wirkung hat, ne? Mahnmal und Erinnerung an das, was, dass die Leute gefallen sind, ne? Das weiß ich nicht. Das kommt, glaube ich, nicht mehr an, weil wir zu lange im Frieden leben, glaube ich. Ne? Ich meine, Mahnmal für einen Golfkrieg finde ich toll, aber ich finde die paar Trümmer da, die sagen nicht viel. Also ich wäre da glatt dran vorbeigelaufen, hätte es nicht gesehen, ne? Ja, ehrlich. Das meine ich, es fällt nicht nur auf. Nur Steine, kommt da nicht was drauf? Das sind Namen eingeritzt, das sollen also symbolische Grabsteine sein. Ach so. Ich meine, sonst finde ich es gut, dass man da denen auch mal gedenkt, ne? Also die Menschen da, vor allem Frauen und Kinder, ja, ne? Ja. Puh, nicht schlecht, wenn sie es erlaubt kriegen und es aufbauen dürfen. Das soll morgen an den Herrn Schröder übergeben werden. Ja, würde ich da zustimmen. Auch als Dauermann, weil das hier stehen bleibt. Ja. Wenn Sie bereit sind, eine Liste zu unterschreiben? Aber bereit, eine Unterschrift zu geben? Nein, ich gebe prinzipiell keine Unterschrift. Ach so. Na gut, dann Pech. Tut mir leid, aber ihr findet bestimmt noch Leute.